Hallo zusammen. Wir sind heute im schönen Allgäu bei der Firma Stürzel Fahrzeugsystemtechnik und begleiten den Anbau eines Querkamerasystems der Firma Mecatronics. Neben mir stehen Beat Hönnl. Er ist Key Account Manager der Firma Mecatronics und er erklärt uns jetzt ein paar Details. Warum habt ihr so ein System überhaupt entwickelt? Also es gibt ja das Verkehrsblatt von 2016, da steht ganz eindeutig drin, dass ein Fahrzeug, das eine Vorbahnmaßüberschreitung hat, also das heißt, es ist länger wie 3,50 Meter nach vorne, nicht ohne einen Einweiser beziehungsweise eben ohne eine technische Einrichtung auf der Straße legal fahren darf. Und das war eigentlich der Knackpunkt, um uns Gedanken zu machen. Und haben da diese Vorgaben von diesem Verkehrsblatt zusammengeführt und Systemvarianten entwickelt. Unabhängig von der Variante beginnt die Montage mit dem Anbringen der Kamerahalterungen. Währenddessen erklärt uns Michael Heinzel, Leiter der Fahrzeugtechnik bei Stürzel, einige Besonderheiten der Montage. Wir haben spezielle Kamerahalter. Wir schauen da, dass wir die hochwertig an die Maschinen anbringen und haben uns entsprechend dann eben der Gegebenheit der Haube dann Konsolen konstruiert und lassen die anfertigen. Wie lange braucht ihr so, um ein System an so einem Schlepper anzubauen? Also je nachdem, wenn da zwei Mann dran sind, zwischen 4 bis 6 Stunden. Das ist schon ziemlich komplex, die Halter montieren. In unserem Bericht werden diese in einem Winkel von 78 Grad zu den Seiten ausgerichtet. Es folgt das Anschrauben der Kameras, deren Kabel durch Gummidurchführungen unter die Motorhaube gelegt und am vormontierten Kabelbaum angeschlossen werden. Die ganze Verkabelung durchziehen, bis in die Kabine rein, durch die Kabine durch, die Monitore an der A-Säule montieren. Deren Kamera- oder Monitorkabel dann eben zentral ins Dach zu verlegen, die Spannungsanschlüsse herzustellen. Über die Versorgung der rechten Dachsteckdose. Und auch die Bedieneinheit dann eben vernünftig in der Kabine zu montieren. Diese wird nur für die Variante mit Klappengehäuse benötigt. Test. Hierzu noch einmal Bernd Hönnl. Wir sehen jetzt hier, wir haben schon beide Varianten, die es gibt, verbaut. Und zwar haben wir einmal auf dieser Seite die Professional-Variante. Das heißt, da sitzt die Kamera in einem Klappengehäuse, um die Linse vor Verschmutzung zu schützen. Die sind auch noch mal zusätzlich beheizt. Das ist ganz wichtig für den Winterbetrieb. Also das heißt, gerade die Kommunen müssen da natürlich darauf Acht geben, damit auch wirklich im Winter der Betrieb gewährleistet ist. Je nachdem, welche Variante benötigt wird, liegen die Anschaffungskosten bei rund 5.000 Euro für das Professional bzw. rund 2.000 Euro für das Basic-System. Die Anbaukosten kommen hinzu. Viele weitere Details zu diesem sicherheitsrelevanten Thema lesen Sie in der Profi 10 2022.